so dass es auch alle Bescheid wissen. ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Es lebe die Autorinnenschaft, die allen gehört. Einem Vortrag von Nora Sternfeld. Und mein Name ist Silla Sadzinski und zusammen mit Katharina Koch bin ich künstlerische Co-Leitung der Alpha Nova und Galerie Futura in Berlin. Die Alpha Nova und Galerie Futura ist ein seit 1986 bestehender Ausstellungs- und Veranstaltungsort, der aus einer dezidiert emanzipatorischen und feministischen Perspektive an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und politischer Praxis arbeitet. Und aktuell ist bei uns die Einzelausstellung Greif zur Feder von Ina Wuttke zu sehen, die sich mit ArbeiterschriftstellerInnen im Allgemeinen und Margarete Steffin im Besonderen befasst. Die Ausstellung von Ina Wuttke haben wir um einen Tag verlängert. Also sie ist noch bis Samstag bei uns zu sehen, morgen und übermorgen, immer von 16 bis 19 Uhr. Und aktuell braucht man dafür auch weder einen Test noch einen Timeslot, allerdings eine FFP2-Maske. Und im Rahmen dieser Ausstellung, die im Flutgraben besucht werden kann, findet heute auch die Veranstaltung mit Nora Sternfeld statt, die ich ganz herzlich begrüßen möchte und die meine Kollegin Katharina Koch jetzt auch noch kurz vorstellen wird. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Nora Sternfeld ist Kunstvermittlerin, Kuratorin und Professorin für Kunstpädagogik an der HFBK Hamburg. Von 2018 bis 2020 war sie Documenta-Professorin an der Kunsthochschule Kassel und davor, also von 2012 bis 2018, Professorin für Curating and Mediating Art an der Aalto University in Helsinki. Darüber hinaus ist sie Co-Leiterin des ECM-Masterlehrgangs für Ausstellungstheorie und Praxis an der Universität für angewandte Kunst in Wien sowie aktiv im Kernteam von Schnittpunkt Ausstellungstheorie und Praxis. Sie ist Mitbegründerin und Teilhaberin von Trafo K, Büro für Bildung, Kunst und kritische Wissensproduktion in Wien und seit 2011 Teil von Free Thought, einer Plattform für Forschung, Bildung und Produktion in London. In diesem Zusammenhang war sie auch eine der künstlerischen LeiterInnen der Bergen Assembly 2016 und ist seit 2020 BAK Fellow, Basis für aktuelle Kunst in Utrecht. Und sie publiziert zu zeitgenössischer Kunst, Bildungstheorie, Ausstellungen, Geschichtspolitik und Antirassismus. Ja, nun übergebe ich auch direkt an Nora und freue mich mit euch auf einen spannenden Vortrag zu kollektiver Autorinnenschaft. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielen Dank an die Galerie, vielen Dank an Ina Wuttke. Ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen dieser Ausstellung etwas beitragen kann. Mein Vortrag heißt, es lebe die Autorinnenschaft, die allen gehört. Auch wenn in den Feuilletons der neoliberalen Welt nur zum Jubiläum von Karl Marx Geburtstag darüber geschrieben wird, ist das Kommunistische Manifest streng genommen nicht von Karl Marx, auch nicht von Marx und Engels. Es ist eben das Manifest der Kommunistischen Partei. Aber eine solche kollektive Autorinnenschaft scheint sich trotz der langen Tradition des Todes des Autors noch schlechter verkaufen und erinnern zu lassen als der Kommunismus selbst. Über eine kritische Auseinandersetzung mit der Kapitalisierung von Autorinnenschaft hinaus geht es mir hier in diesem Vortrag um einen noch größeren Traum, den Traum einer Autorinnenschaft, die nicht verschwiegen werden muss, um Commons zu sein. Erstens, was ist ein Autor? Als Antwort auf Roland Barthes Tod des Autors hielt Michel Foucault 1969 am Collège de France einen Vortrag, der mit der Frage, was ist ein Autor, betitelt war. Während Barth das Hauptaugenmerk darauf legte, Autorinnenschaft zugunsten der Prozessualität des Texts aufzulösen, dabei das Geschriebene gewissermaßen zum offenen Kunstwerk erklärte und die Leserinnen bei der Geburt des Textes betonte, ging es Foucault erwartungsgemäß um nochmal etwas anderes, nämlich um die Wissens- und Machtverhältnisse, die mit der Funktion der Autorinnenschaft einhergehen. Wissens- und Machtverhältnisse, die veränderlich sind.
Veränderlich sind sie auch insofern, als die Frage, was ist ein Autor, heute ja so mit diesem Anliegen nicht mehr gestellt werden würde. Wir würden ja fragen, was ist eine Autorin oder was sind AutorInnen? Unter anderem geht es Foucault jedenfalls in seinem Text um das Verhältnis zwischen AutorInnenschaft und Eigentum, ein Verhältnis, das mich hier in diesem Vortrag beschäftigen wird. Und in diesem Sinne bezeichnet Foucault AutorInnenschaft als Aneignungsverhältnis. Zitat, der Autor ist genau genommen weder der Eigentümer seiner Texte, noch ist er verantwortlich dafür. Er ist weder ihr Produzent noch ihr Erfinder. Und in diesem Zusammenhang fragt Foucault, wie ist der Speech Act beschaffen, der es erlaubt, von einem Werk zu sprechen. Er zeigt uns also, dass die Idee des Werks gemeinsam mit der Verknüpfung von AutorInnenschaft und Eigentum auftaucht. Zitat, im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert Im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert verortet Foucault den Moment, in dem AutorInnenschaft zu Eigentum wurde oder, wie er schreibt, in dem man, Zitat, jetzt Eigentumsverhältnisse für Texte schuf. Zitat Ende. Es ist also erst das Bürgertum und das mit diesem aufkommende kapitalistische Verständnis von Werk und Eigentum, die die AutorInnenschaft in der Form, wie wir sie heute kennen, hervorbringen. Vorher wurde natürlich auch schon gesprochen und geschrieben, mitunter auch, um gegen die bestehenden Verhältnisse das Wort zu erheben und das Sagbare herauszufordern. Foucault schreibt dazu, Zitat, die Rede war am Ursprung unserer Kultur und wohl auch in anderen kein Produkt, keine Sache, kein Gut. Sie war wesentlich ein Akt, der seinen Platz hatte in der Bipolarität des Heiligen und Profanen, des Erlaubten und Verbotenen, des Religiösen und Blasphemischen. Historisch gesehen war sie eine gefahrenreiche Tat, bevor sie zu einem Gut im Einzugsbereich des Eigentums wurde. Möglicherweise ist also gar nicht die Tatsache, dass jemand spricht, das Problem. Ganz im Gegenteil. Mit seinem Namen zu sprechen, sich der Gefahr der freien Rede auszusetzen, ist Teil dessen, was diese vorantreibt. Vielmehr scheint ein wesentliches Problem im Ineinanderfallen von AutorInnenschaft und Eigentum zu liegen. Dabei geschieht nämlich Foucault zufolge einiges mit der AutorInnenschaft, das der Verwertbarkeit und Einhegung der Worte dient. Er schreibt, Zitat, der Autor erlaubt eine Limitierung der krebsartigen und gefährlichen Vermehrung der Bedeutungen in einer Welt, in der man nicht nur mit seinen Ressourcen und Reichtümern sparsam ist, sondern auch mit seinen Diskursen und ihren Bedeutungen. Und weiter, Zitat, der Autor geht den Werken nicht voran, er ist ein bestimmtes Funktionsprinzip, mit dem in unserer Kultur man einschränkt, ausschließt und auswählt. Kurz gesagt, mit dem man die freie Zirkulation, die freie Handhabung, die freie Komposition, Dekomposition und Rekomposition von Fiktion behindert. Der Autor ist demnach die ideologische Figur, mit der man die Art und Weise kennzeichnet, in der wir die Vermehrung von Bedeutung fürchten. Zitat Ende. Zweitens, was ist kollektive AutorInnenschaft? Und was wird, warum und was wird, wie im Kommunistischen Manifest, manifest? Genau das, nämlich die Vermehrung von Bedeutung, und zwar als, Zitat, unmittelbar praktische Bedeutung, Zitat Ende, scheint ein wichtiger Text des ausgehenden 19. Jahrhunderts vorantreiben zu wollen. Das Manifest der Kommunistischen Partei. Wir kennen es als einen Text von Karl Marx. Zuweilen wird auch von zwei Autoren gesprochen, Karl Marx und Friedrich Engels. Sie bilden das Label, die Marke der Ware, die das zentrale Werk heute darstellt. Sie waren auch die Chiffre, mit der die real existierenden kommunistischen Parteien Mythologie und Personenkult betreiben konnten.
Wir sehen hier eine Bandbreite von Titelblättern als Ware angeboten, die des Kommunistischen Manifests. Wir sehen sehr unterschiedlich, verkauft sich das heute in sehr unterschiedlichen Kontexten. Was all diese Buchcover vereint, ist, dass das Manifest der Kommunistischen Partei Autoren zugeschrieben wird, die es wahrscheinlich auch geschrieben haben, weil sie eben kollektiv diesen Auftrag erhalten haben und überall ganz groß eben Marx und Engels als Autoren genannt sind. Im Moment der Entstehung des Manifests ging es aber gerade darum nicht. Vielmehr erschien dieses mit einer kollektiven Autorinnenschaft. Es war eben das Manifest der Kommunistischen Partei. Das Kollektiv formuliert sich, wir würden heute vielleicht auch sagen, situiert sich ganz in diesem Sinne auf der ersten Seite des Manifests. Ich habe eigentlich nur den letzten Satz im Blick gehabt in meinem Zitat, aber weil alle kennen den Anfang des Manifests, aber eigentlich lese ich doch diesen ganzen ersten Teil kurz vor, weil alle kennen nur den ersten Satz. Und ich lese jetzt einfach mal eine ganze erste Seite, die hier auch sichtbar ist, vor. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? Wo die Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleuten sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte? Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als eine Macht anerkannt. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen und dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen. Zu diesem Zweck haben sich Kommunisten der verschiedensten Nationalität in London versammelt und das folgende Manifest entworfen, das in englischer, französischer, deutscher, italienischer, flämischer und dänischer Sprache veröffentlicht wird. In seiner Selbstdefinition hat das Manifest also keinen einzelnen Autor, auch kein Duo und keine Originalsprache. Was hier mit dem Text als Akt vielmehr geschieht, ist eine kollektive Deklaration einer Partei im Kommen. Manifest steht hier für das, was performativ mit dem Text entstehen soll. Die Manifestwerdung der Latenz des Spektralen. Was wird im Manifest also manifest? Gespenstische, aufständische, umherschweifende Widerstände, die latent sind. Kollektive Begehren, die diffus sind, die aber in Europa, wie es heißt, bereits überall sind, sollen gebündelt werden. Dabei soll ein kollektives Subjekt entstehen. Ganz in diesem Sinne heißt es auch auf der Titelseite des Manifests, das 1848 in der Office der Bildungsgesellschaft für Arbeiter in London gedruckt wird: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Es handelt sich also um ein kollektives, politisches Manifest, das ein neues Subjekt, während es dieses deklariert, ins Leben rufen will. Deshalb kann es keinen Autor haben. In der kollektiven Autorinnenschaft liegt eine Sprengkraft, die dem Manifest allerdings immer wieder aufs Neue genommen wird, wenn es zu einem Text mit seinen beiden Autoren hin zugerichtet wird. Das Kollektiv, das mit dem Manifest der Kommunistischen Partei präfigurativ deklariert wird, ist ein politisches Subjekt im Kommen. In diesem Sinne ist es als politisches Kollektiv offen und keineswegs auf seine bestehenden Mitglieder festgelegt. Ganz im Gegenteil. Mit Ernesto Laclau ist ein politischer Kollektivitätsbegriff durch einen Antagonismus konstituiert und er ist notwendig offen. Eben mit der Zwecksetzung des Breiter- und Hegemonialwerdens. Er ist auf Expansion angelegt, wobei es in einem radikaldemokratischen Sinne gilt, die Grenzen des Ausschlusses und die Frage des Einschlusses immer neu aufzurollen.
Und Martin Nonhoff definiert übrigens Hegemonie als das Resultat von Diskursen und Prozessen, in denen immer ein diffuses, kollektives Begehren in einen manifesten Willen transformiert wird. Also genau das, was hier eben geschieht. Vor diesem Hintergrund möchte ich hier die Behauptung wagen, dass es sich bei geschlossenen Kollektiven nicht um Kollektive in einem radikaldemokratischen Sinne handelt. Jedenfalls hat ein geschlossenes Kollektiv nicht dasselbe Potenzial der Sprengkraft der bürgerlich konstituierten Autorinnenschaft. Eine Gruppe als Autorin funktioniert nämlich ganz genauso gut wie ein Eigenname, um ein Werk als Eigentum zu konstituieren. Und ich überlasse es uns jetzt allen, uns die Frage zu stellen, um welche Art von Kollektiv es bei Ruhengruppa geht. Wenn also in der Moderne und Avantgarde zahlreiche Versuche unternommen wurden, nach dem Tod des Autors Kollektive zu bilden, um gemeinsame Autorinnenschaft zu formulieren, dann war dies nur sehr bedingt ein Bruch mit der Ideologie und dem Funktionsprinzip der Autorinnenschaft. Wenn sich eine Gruppe das Eigentum am Autorinnentitel teilt, bleibt es doch Privateigentum und wird in genau den damit verbundenen Funktionslogiken verbleiben. In einem radikaldemokratischen Sinne ginge es also nicht nur darum, Autorinnenschaft zu erweitern, sondern sie aus ihrer Funktionalität als Privateigentum zu lösen und die Sprengkraft ihrer grundsätzlichen Offenheit auszuhalten und die, wie Foucault sagt, gefährliche Vermehrung der Bedeutungen vor dem Hintergrund der bestehenden sozialen Kämpfe nicht stillzustellen, sondern im Hinblick auf eine andere mögliche Welt wirken zu lassen. Ich möchte also von Sprache und von einer Autorinnenschaft sprechen, die allen gehört, wobei immer aufs Neue auszuhandeln ist, wer alle sind und welche Ausschlüsse dabei vorgenommen werden, die selbst immer neu ausgehandelt werden müssen. Und ganz in diesem Sinne nun die dritte Frage: Was ist öffentliches Eigentum? Ich schlage also vor, von einer Autorinnenschaft, die allen gehört, also von Commons zu sprechen. Und ich schlage vor, die Commons als Wiederaneignung zu verstehen, indem Privateigentum zum Eigentum von allen wird, wobei eben alle stets neu auszuhandeln sind. Um einen solchen radikaldemokratischen Begriff der Commons zu fassen, möchte ich auf die Geschichte des Museums und seiner Dinge zu sprechen kommen. Das mache ich aus zwei Gründen. Erstens, weil ich über das Museum sehr viel mehr gearbeitet habe als über Autorinnenschaft. Über Autorinnenschaft arbeite ich jetzt für die Ausstellung von Ina Wutzke. Ich mache es aber noch aus einem zweiten Grund, nämlich weil die Wiederaneignung des Privateigentums als öffentliches Eigentum im Fall des Museums im Zuge der Französischen Revolution stattgefunden hat und sie uns in Bezug auf die Autorinnenschaft noch bevorsteht. Die Geschichte der öffentlichen Sammlungen wird in der Museologie oft in Verbindung mit der Französischen Revolution erzählt. Im Louvre geschah tatsächlich etwas Wesentliches im Zusammenhang mit dem Eigentum der Gegenstände. Die repräsentativen Dinge des Adels und der Kirche wurden im Revolutionären Museum öffentlich, was auf eine Enteignung zurückging, auf eine Aneignung der Sammlungen für die Allgemeinheit. Hatten diese bis dahin der Repräsentation der Mächtigen gedient, waren sie nun also vergesellschaftet. Dabei erfuhren die Dinge einen Bedeutungswandel, eine revolutionäre De- und Rekontextualisierung. Seither gehen wir davon aus, dass öffentliche Museen und ihre Sammlungen nicht einfach für alle da sind, sondern auch allen gehören. Öffentlichkeit und Eigentum sind im Fall des Louvre also nicht getrennt voneinander zu denken. In der neoliberalen Gegenwart wird aber, so meine These, die Öffentlichkeit zunehmend vom Eigentum getrennt und damit entleert und enteignet. Was ich damit meine, ist, dass wir alltagssprachlich fast selbstverständlich davon ausgehen, dass private Sammlungen, Archive oder Forschungszentren öffentlich sein können. Aber wenn wir mit der modernen Museumsgeschichte davon ausgehen, dass Öffentlichkeit etwas mit allgemeinem Eigentum und nicht bloß mit Zugang zu tun hat, dann ist das eigentlich ein Widerspruch in sich. Also das Public Program in der Private Foundation ist eigentlich ein Widerspruch in sich.
Dies ist besonders virulent, weil Institutionen seit etwa 20 Jahren zunehmend in ihrem öffentlichen Charakter ausgehöhlt werden. Sie werden unter der Hand privatisiert. Während übrigens zugleich die Rede von öffentlichen Räumen und öffentlichen Programmen Konjunktur hat. In einem ersten Teil dieses Textes widme ich mich Problematisierungen und Verantwortungen, die mit dem öffentlichen Eigentum einhergehen, um dann einen Aspekt problematischer Privatisierungen anzusprechen, gegenwärtige Museumspraktiken der Digitalisierung. Und genau wie bei den materiellen Dingen gibt es auch bei digitalen Objekten bzw. bei Digitalisaten keinen Grund, dass diese nicht allen gehören sollen. Bevor es möglich ist, das öffentliche Eigentum noch weiter zu verteidigen und die Vergesellschaftung des Privaten zu fordern, gilt es allerdings noch, es zu problematisieren. Und das trifft genauso auf die Autorinnenschaft zu, wie es auf die Sammlungen im Museum zutrifft. Und ich hatte es ja schon mit der Frage, was ist ein Autor, angesprochen. Wer ist eigentlich Eigentümerin, wenn etwas öffentliches Eigentum ist? Mit anderen Worten, wem gehören die Commons? Im Jahr 2015 initiierte das Londoner Victoria and Albert Museum die Sammlungsintervention All of this belongs to you, um einer breiten Öffentlichkeit Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Mitbestimmung in einer britischen Nationalsammlung bewusst zu machen. Vor dem Hintergrund einer postkolonialen Kritik klingt der Titel der Ausstellung allerdings zumindest unheimlich. Wer ist dieses You? Welche Gemeinschaft ist hier adressiert? Wem wurde das geraubt, um heute wem zu gehören? Welche Ausschlüsse und welche Gewalt klingen hier also mit an? Die Künstlerin und antirassistische Museologin Belinda Kasim Kaminski adressiert in ihrer Videoarbeit Unearthing in Conversation ein offensichtlich anderes You oder auch ein anderes Wir. In einer performativen Suchbewegung in Bezug auf ethnografische Dokumente und Objekte tritt das tiefe Unbehagen am historischen Material zutage, die Gewalt, die den Überlieferungen zugrunde liegt. Gegen den Strich der machtvollen Mechanismen, die die Materialien haben entstehen und bestehen lassen, gegen die rassistischen Zuschreibungen, die ihre Produktion, Ordnung, Sammlung und Verwahrung durchziehen, sieht sie die Subjekte der Kolonisierung im Material, nimmt mit ihnen Kontakt auf, stellt eine Verbindung her, die eine Erinnerung eröffnet. Im Video sagt Belinda Kasim Kaminski, Zitat, das hier ist in Erinnerung an die, die kommen. Das hier ist in Erwartung derer, die sind. Das hier ist ein Gespräch mit all jenen, die waren. Wir sind. Zum ersten Mal begegne ich euch in Frankfurt, 2014. Ich betrachte altes ethnografisches Material, Fotografien, die von einem Ethnologen und seinen Helfershelfern gemacht wurden. Da ist eine Verbindung, etwas, das in mir anklingt. Die Unmittelbarkeit eines kolonialen Flashbacks, eine unheimliche, verweilende Vertrautheit. Zitat Ende. Zur Arbeit schreibt Renate Lorenz, Zitat, der Film zeigt eine Performance, doch die Plätze im Theater sind noch leer, als die Performerin, die Künstlerin ins Bild tritt. Sie spricht von einem kolonialen Flashback, von einer Begegnung, die für sie offenbar von großer Bedeutung ist, und sie spricht jemanden oder eine Gruppe mit Du an. Wir erfahren, dass sie von einer Reihe historischer Fotografien verfolgt wird, die den österreichischen Ethnografen Paul Schepester in den 1930er Jahren in der belgischen Kolonie Kongo zeigen. Das Du des Films richtet sich nicht an die Kolonisatoren, sondern an die Kolonisierten, besonders an diejenigen, mit denen sich Schepester fotografieren ließ. Gleichzeitig scheint das Du auch mich als Zuschauerin anzusprechen. Auch ich werde Teil der Begegnung. Aber wer genau ist dieses Du, das der Film erwähnt? Hier stellt sich also die radikaldemokratische Frage, wer alle sind, wenn das Museum allen gehört. Und genau diese Frage scheint mir Motor eines radikaldemokratischen Museums und, ich würde auch sagen, einer radikaldemokratischen Autorinnenschaft, die allen gehört, zu sein. Indem sie vor dem Hintergrund der Geschichte immer wieder, also im Museum vor dem Hintergrund der Geschichte, ich würde sagen bei der Autorinnenschaft eben auch vor dem Hintergrund dessen, was sie sagbar macht, immer wieder neu ausgehandelt werden kann. Öffentliche Sammlung kann vor diesem Hintergrund nicht einfach nur erweiterte Evaluierung bedeuten, sondern Konflikt und Verhandlung, Versammlung und Auseinandersetzung. Die Antwort auf die Frage, wer alle sind, wem die Commons gehören und wer die Öffentlichkeit ist, kann also die Machtverhältnisse nicht zurücklassen und ist zugleich nicht ausgemacht.
All of this belongs to you ist entsprechend nicht ganz einfach. Denn der Satz konfrontiert uns auch mit der unheimlichen Komponente der Sammlungen, gerade auch jener des Louvre, mit der Geschichte der Gewalt und des Raubs, die hinter den Sammlungen steckt. Denn die bürgerliche Revolution enteignete zwar den Adel und die Kirche zugunsten von allen, sie entrechtete, versklavte und beraubte, aber zugleich weite Teile der Welt, die sie kurzerhand nicht zu allen gehören ließ. Wir können und müssen also die Kommunalisierung der Commons, die Vergesellschaftung des öffentlichen Eigentums, die Partizipation bei den Entscheidungen, den Sammlungen und Ordnungen, die alle betreffen, fordern, aber nicht ohne ihre historischen und aktuellen Ausschlüsse und problematischen Implikationen zu diskutieren. Dass öffentliche Museen und ihre Sammlungen allen gehören, scheint also ebenso klar wie umkämpft und erst zu erringen. Aus radikaldemokratischer Perspektive schlage ich entsprechend vor, Sammlungen ebenso wie Autorinnenschaft als Handlungsort für eine institutionskritische, reflexive Praxis zu verstehen. Das führt zu einer doppelten Öffnung des Öffentlichen. Es gilt einerseits wieder darauf zu bestehen und andererseits neue demokratische Formen der Öffentlichkeit zu entwickeln, die diese von den Rändern vom Süden her dezentralisieren und ihre bürgerliche Gewaltgeschichte nicht unter den Tisch kehren. Und gerade dies lässt sich in der Arbeit mit Sammlungen machen, denn es ist ja auch dort, wo Lücken klaffen, eine Konfrontation mit Geschichte und mit der Macht von Überlieferung. Take a virtual tour of some of the world's greatest museums and heritage sites. Heißt es auf der Website von Google Arts and Culture. Unter Museum Views finden sich hier bereits viele Museen digitalisiert und scheinbar öffentlich zugänglich. Anscheinend kommt uns an dieser Stelle wieder unser Alltagsverständnis von Öffentlichkeit in die Quere, denn die Commons, dem die Commons irgendwie abhanden gekommen sind. Wie öffentlich ist ein privates Unternehmen wie Google Arts and Culture? Wie wir es auch drehen und wenden, die Antwort ist gar nicht öffentlich. In diesem Sinne wird die Frage nach dem öffentlichen Eigentum unter den Bedingungen digitaler Privatisierung noch zugespitzter, virulent. Eigentlich verspricht die Digitalisierung Öffentlichkeit. Das ist nicht zuletzt der Grund dafür, warum Museen heute Bereiche der digitalen Veröffentlichung ihrer Sammlungen aufbauen. So könnten wir also die Digitalisierung tatsächlich als kollektive Arbeit an einem Wissen als Commons verstehen, als Herstellung von Öffentlichkeit. Dann ist klar, warum, dass die museumspraktische Notwendigkeit und nicht mehr wegzudenkende Teilleistung von Museumsarbeit im 21. Jahrhundert auch in Digitalisierung besteht. Aber wie können wir uns dem stellen? Also wichtig ist, bevor ich keine Antwort finde, kann ich sagen. Wichtig ist mir aber zuerst nochmal zu sagen, dass es kein Argument, natürlich nicht gerade auch in der Rede von den Commons gegen Digitalisierung ist, sondern dass die Frage nicht analog oder digital ist, sondern öffentlich oder privat. Ich glaube, das ist auch bis jetzt schon klar geworden. Also unsere Frage nach dem Eigentum oder den Commons ist eine, die sich ganz virulent und selbstverständlich schon lange im Bereich der Digitalisierung stellt. Felix Stalder macht diese Alternative noch deutlicher. Für ihn lautet sie Postdemokratie oder Commons. Er schreibt: Die Kultur der Digitalität hat also bisher zwei sehr unterschiedliche politische Entwicklungsrichtungen hervorgebracht. Diejenige hin zur Postdemokratie schafft eine im Kern autoritäre Gesellschaft, in der zwar eine große kulturelle Vielfalt besteht und die Menschen selbstverantwortlich ihr Leben führen können und müssen, dabei aber kaum mehr Einfluss auf die politischen und ökonomischen Strukturen, in denen sich ihr Leben entfaltet, ausüben können. Demgegenüber führt die Entwicklungsrichtung hin zu den Commons, zu einer Erneuerung der Demokratie, aufbauend auf Institutionen, die sich jenseits von Markt oder Staat verorten. Im Zentrum steht eine Verbindung ökonomischer, sozialer und immer dringlicher auch ökologischer Dimensionen des Alltags auf Basis datenintensiver Beteiligungsverfahren. Commons sollen hier, das ist mir schon sehr wichtig, allerdings, und vielleicht sehe ich das noch um einiges zugespitzter als Felix Stalder selber, vor dem Hintergrund des bisher Gesagten, nicht als bloße Kooperative einer Gruppe oder Teilöffentlichkeit verstanden werden. Das wäre eben kein Kollektiv im radikaldemokratischen Sinn.
nicht bloß als eine bloße Gruppe oder Teilöffentlichkeit, die gemeinsam bloß eine andere Form von Privateigentum bilden würde. Die Frage wäre vielmehr, wie sich das öffentliche Eigentum selbst als Commons verstehen lassen könnte. Es geht also um eine neue Open-Source-Perspektivierung auf Museum und Autorinnenschaft. Eine Open-Source-Perspektivierung, die allen zugutekommen will und allen gehört. Ganz in diesem Sinne spricht der Künstler Daniel G. Anouya von Democratizing Democracy by Tracking the Code. Und hier ist jetzt auch nochmal so eine Art. Was heißt es nun für die Autorinnenschaft, wenn ich dafür plädiere, die Commons als Wiederaneignung zu verstehen? Also wenn wir an den Louvre denken, als Enteignung gewissermaßen auch, bei der Privateigentum zum Eigentum von allen wird. Klingt das nicht nach einer gewaltvollen Enteignung ohnehin bereits prekarisierter Autorinnen? Tatsächlich sieht die Situation ganz anders aus. Sehr oft sehen sich prekarisierte AutorInnen im neoliberalen Verlagswesen nämlich dazu gezwungen, sogenannte uneingeschränkte Nutzungsrechte an Verlage und Archive zu übertragen. Da hilft das unveräußerliche UrheberInnenrecht als Privateigentum nur bedingt. Was passiert jetzt bei diesen uneingeschränkten Nutzungsrechten? Die AutorInnen haben selbst nicht mehr das Recht, ihr Werk zu nutzen. Die Wiederaneignung der Commons ist also in vielen Fällen tatsächlich auch eine Wiederaneignung des Rechts auf den eigenen Text, auf die eigene Arbeit. Fünftens, who cares, who speaks? Vor dem Hintergrund zunehmender identitätspolitischer Verengungen der Frage, wer spricht, möchte ich hier am Ende versuchen, noch einmal eine Resonanz für Foucaults Perspektive zu erzeugen. Sein Vortrag über Autorinnenschaft von 1969 beginnt nämlich mit der Frage, wen kümmert's, wer spricht? Auf Französisch sagt er, qu'importe qui parle. Er bezieht sich auf ein Zitat von Samuel Beckett. Im englischen Original lautet es, what does it matter who is speaking? Zum Zweck des Wagnisses meines Sprechens habe ich es aber aus der deutschen Fassung mit DeepL schlecht ins Englische übersetzt. Und dann heißt es, who cares, who speaks. Und dabei geschieht die Zusammenarbeit mit der Maschine, dass mit Foucault die beiden meistgefragten Fragen in politischen Debatten der Gegenwart zugleich gestellt und in Frage gestellt werden. Und darauf möchte ich mich nun am Ende meines Vortrages noch einlassen. Who speaks und who cares verweisen als Fragen auf wichtige feministische und antirassistische Einsätze und Errungenschaften. Sie adressieren die rassisierte und vergeschlechtlichte Verteilung von produktiver und reproduktiver Arbeit, von produktivem und reproduktivem Wissen in der Geschichte und Gegenwart des Kapitalismus. Sie verweisen auf die Ausschlüsse, die die Forderung nach allen historisch produzierte und auf die Ungleichheiten in den Commons. Allerdings kann es bei einer identifizierenden Verkürzung dieser Fragen passieren, dass diese Einsätze statt das Sprechen und das Sorgen im Sinne der offenen Kollektivität der Commons wieder anzueignen und umzuverteilen, die Sprechenden und Sorgenden sich als Eigentümerinnen ihres Sprechens und ihrer Sorge zementieren. Die Identifizierung der Autorinnenschaft neigt dabei selbst dazu, sich auf die kapitalistische Wertsetzung und Werksetzung allzu sehr einzulassen. Sie ist möglicherweise in ihrer Struktur bereits Ausdruck der Querfront zwischen Kapitalismus und Feminismus bzw. Antirassismus. Wen kümmert's, wer spricht? Die Frage Foucaults dient nicht zur Bestärkung dieser Zementierung. Sein Vortrag endet mit den Worten, endet mit den Worten, folgende so lange wiedergekäute Fragen würde man nicht mehr hören. Wer hat eigentlich gesprochen? Ist das auch er und kein anderer? Mit welcher Authentizität und welcher Originalität? Und was hat er im tiefsten seiner selbst in seiner Rede ausgedrückt? Dafür schlägt er vor, eben das zurückzulassen, die AutorInnenschaft vom Eigentum zu trennen. Er schlägt vor, andere Fragen zu hören, nämlich,
Welche Existenzbedingungen hat dieser Diskurs? Von woher kommt er? Wie kann er sich verbreiten? Wer kann ihn sich aneignen? Wie sind die Stellen für mögliche Stoffe verteilt? Wie könnten wir den befreienden und emanzipatorischen Anspruch aus dieser Forderung bei Foucault hören und Autorinnenschaft aneignen und umverteilen, ohne dabei nur aus der ersten Person heraus zu denken? Mein Vorschlag wäre in Bezug auf die Autorinnenschaft des Commons jene eines situierten Universalismus. Es gibt nämlich keinen anderen als einen situierten Universalismus, der jeweils aus einer konkreten Lage formuliert wird und dabei alle adressiert. Und auch Einfälle sind situiert. Sie fallen in eine konkrete Situation, sie sind kollektiv und sie sind einsam. So müssen wir uns eingestehen, dass wir sie nicht alleine haben und dass wir oft alleine sind, wenn wir sie haben. Und auch, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich zu trauen, sie zu formulieren. Und all das steht hinter dem Mut und der Lust daran, das Wort zu ergreifen, hinter dem Mut und der Lust an Ideen, eben an der Autorinnenschaft, die ich vorschlage, zu erringen und nicht abzuschaffen, da sie die Basis für deren Kommunalisierung und Verbreitung sind. Das führt mich übrigens direkt zu den Lehrstücken, zu Bertolt Brecht, Margarete Steffin, Zlatan Dudow und Elisabeth Hauptmann, die, wie wir in Ina Wuttges Ausstellung lernen, gemeinsam schrieben. Bei den Lehrstücken geht es immer um eine Entscheidung, die zur Herstellung eines Bewusstseins über die eigene Lage führen soll. Ein Bewusstsein, das über eine Verfremdung hergestellt wird. Es geht also um eine Subjektivierung als Verfremdung. Who cares who speaks? Wie können wir eine Antwort auf diese Frage finden im Sinn einer solchen politischen Subjektivierung als Verfremdung? Was damit gemeint ist, ist, dass es nötig ist, sich von den bestehenden ideologischen Subjektivierungsformen zu lösen und sich für eine neue Subjektivierung, die im Kommen ist, zu entscheiden. Lernen besteht dabei darin, ein Bewusstsein über die eigene Lage zu erringen, das eine Entscheidung im Hinblick auf eine Veränderung für alle verlangt. Und das eben durch diese handelnde Entscheidung hergestellt wird. Ein solches Bewusstsein schlage ich vor, auch in Bezug auf eine Autorinnenschaft zu erringen, die nicht anonym bleiben muss oder verschwiegen wird, die vielmehr den Mut zur namentlichen oder kollektiven Zeichnung hat, aber deren Sorge und deren Sprechen sich verbreiten kann, weil es eben allen gehört, wobei es gilt, stets verhandelbar zu lassen, wer alle sind. Dankeschön. Vielen Dank. Es gibt übrigens auch direkt eine Frage, glaube ich. Jemand hat die Hand gehoben. Ja, vielen Dank, Nora Sternfeld. Gab es da eine Frage jetzt, glaube ich, schon direkt im Anschluss? Oder war das vielleicht nicht das klatschende Emoji? Ich glaube, wir sind alle etwas überwältigt. Das war sehr dicht, Nora. Also ganz großartig, aber ich glaube, wir sind alle so ein bisschen wow. Vielleicht sammeln wir uns ein bisschen und Fragen können auch im Chat gestellt werden oder oder man vielleicht schalten, also die wollen gerne auch kurz ihr Video an oder. Genau. Aber ich fand das ganz toll. Also vielen Dank, Nora. Ich habe auch viele Gedanken gehabt, die mich bewegen und die sich auch auf die heutige Situation beziehen lassen. Also vor allem finde ich das wichtig, dass man die Geschichte eben immer wieder neu schreibt auch in die Vergangenheit hin und zum Beispiel, was ja die Berührungspunkte der Ausstellung sind, ist tatsächlich, dass zum Beispiel Ruth Berlau, Margarete Steffin, Bertolt Brecht und Elisabeth Hauptmann
ja eigentlich für eine Sache geschrieben haben, also für eine sozialistische Gesellschaft oder eine kommunistische Gesellschaft. Und dass man da natürlich auch, also Ruth Berlau hat mal gesagt, nach dem Krieg, wo sie halt so ein Stück von Brecht für die Schweiz zur ersten Aufführung gebracht hat, nämlich die Tage der Kommune, die vorher Margarete Steffin von einem norwegischen Dichter Nordahl Grieg übersetzt hat, und zwar die Niederlage. Das war ein Antifaschist, der seine Erfahrungen im Spanienkrieg verarbeitet hat. Und dann hat Bertolt Brecht Margarete Steffins deutsche Übersetzung von Nordahl Grieg als Grundlage für sein Stück die Pariser Kommune genommen. Und da meinte halt Ruth Berlau auch so, dass sie halt komplett vergessen hätte, sich da selbst reinzuschreiben, weil die halt auch so euphorisch waren, endlich das erste Stück, weil diese ganzen Stücke sind ja im Exil geschrieben worden und sind erst 10 Jahre später zur Aufführung gekommen. Und dann war es aber nachher wirklich so, dass sie dann halt komplett verarmt ist, während halt Bertolt Brecht und zumindest seine Ehefrau dann eben doch davon leben konnten und so. Und daraus gab es halt dann so diverse Konflikte. Und das, ich glaube, diese Transformation von einem Arbeiten in der Hoffnung auf eine sozialistische Gesellschaft hin im Ankommen in einem kapitalistischen Zusammenhang, das ist halt das, was ja, wo wir heute stehen mit dem Brecht-Werk und was es jetzt gilt, uns zurückzuholen, glaube ich. Deswegen sage ich immer, in 5 Jahren fallen halt die Rechte von Bertolt Brecht in die Public Domain. Und dann könnte man eigentlich wirklich noch mal drüber nachdenken, ob alle diese Werke, die eben ja wirklich kollektiv geschrieben sind, nicht die Autorinnennamen von allen ja, haben könnten. Das wäre dann aufgrund von unserem Druck, die wir wissen, dass die Frauen daran mitgeschrieben haben, das wäre dann, das wäre ein Sieg sozusagen, wenn das wieder öffentlich auch so auf, ja, auf Covern stehen könnte. Die Frage meines Vortrags ist, wäre es ein Sieg und unter welchen Bedingungen? Weil ich denke, dann, wenn es uns gelingt, dass diese Veränderung der Autorinnenschaft berechtigt zu einer Teil einer dritten Sache wird. Wenn uns nur gelingt, dass wir das Privateigentum an diesen Texten, das ja dann eben mittlerweile schon nicht mehr Geld einbringt, erweitert wird um weibliche Identitätsformen, dann ist es kein sehr großer Sieg, weil das findet derzeit überall statt. Also die Frage, und das, denke ich, können wir deiner Ausstellung sehr hoch anrechnen, ist ja, dass wir es überhaupt schaffen, dass so eine dritte Sache eine Aktualisierung erfährt und einen Resonanzraum, in dem dann diese Autorinnenschaft verändert wird. Aber provokativ könnte man ja wiederum zurückgehen, also nur ganz kurz. Also wenn irgendwie Foucault kann natürlich sagen, wen kümmert es, wer spricht. Also weil man ihm halt zuhört, auf eine Art und Weise auch, oder? Also wenn irgendwie, es kümmert ja schon vielleicht eben, klar, also das ist natürlich dann identitätspolitisch, aber es kümmert halt eben die Leute, denen sonst nie zugehört wird oder irgendwie. Aber die Frage ist, sollte uns nicht was anderes kümmern? Also wie arm ist es irgendwie auch, dass das wir nur das in dieser Frage lesen. Also diese Frage kommt ja aus einem politischen Kampf. Foucault sieht ja auch, eigentlich wie das Kommunistische Manifest, auch sein Denken als Praxis. Er formuliert das mit einem Drive, mit einem politischen Drive als Praxis. Und warum ich das heute eingebracht habe, ist, weil ich weiß, dass das Erste, was mir und vielen anderen Feministinnen einfällt, wenn sie die Frage, wen kümmert, wer spricht, hören, naja, du kannst halt sprechen können. Ja, also stimmt auch, ist eine absolut berechtigte Forderung. Aber ich bin doch nicht so armselig, mir diesen Drive nehmen zu lassen, gerade als Feministin nicht. Und deshalb wollte ich einfach nochmal fragen, was ist die Kraft in dieser Frage, die Teil der feministischen Position sein kann?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, also gegen diese sich verhärtenden Fronten in der Identitätspolitik. Das finde ich schon toll, dass du das nochmal unterstreichst, weil das ja tatsächlich momentan gerade so eine Höhepunkt bildet. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, es gibt auch eine Frage von Dagmar. Hallo. Ja, genau. Also erstmal wollte ich in der Runde nochmal meine Begeisterung ausdrücken, mit der ich zugehört habe. Es war mir eine große Freude. Und ich, was jetzt gerade bei mir so im Kopf passiert ist, als ihr euch gerade nochmal zu dritt unterhalten habt über die Nennung und auch was du jetzt nochmal gesagt hast, Ina, zur Frage der Public Domain, wenn sich die Rechte auf diesen Werken verändern, dass doch eigentlich, also dass das, was sich wirklich spannenderweise ändert bei einem Wechsel in den AutorInnenrechten, ist ja der Umgang damit. Also ne, in deinem Vortrag, Laura, hast du ja auch beschrieben, ja, es kann ja eine Gruppe sein. Die Frage ist, wer hat Zugang zu dieser Gruppe? Darf die Gruppe sich öffnen? Und das bestimmt darüber. Das heißt, welches Ding auch immer produziert wird und wer auch immer ihren oder ihre Namen dahinter setzt, es kann einer sein, es können viele sein. Am Ende geht es ja darum, ob ich etwas mit diesem Geschriebenen anfangen darf. Also ist es mir zugänglich und habe ich die Möglichkeit, mich an dem Werk zu beteiligen im Sinne eines Überschreibens oder Weiterschreibens. Und da wird es ja eigentlich spannend und da gibt es ja auch diese Diversifizierung in den ganzen Commons-Lizenzen, was ich so, ne, je nachdem, wie jemand da diese Lizenz verteilt hat, was ich damit tun kann. Und diese Möglichkeit, dass potenziell alle einen Zugang haben, das ist ja auch genau die Frage zwischen Google und einer Nationalbibliothek oder einer Wikipedia-Bibliothek und so weiter. Also der Zusammenhang als zwischen AutorInnenschaft, gar nicht so als Benennung von einer Person, die es hergestellt hat, sondern eigentlich eher so eine Art Regelwerk. Also Autorenschaft als Regelwerk. Wie darf ich damit umgehen? Das fand ich jetzt gerade total aufregend. Oder wollte auch vielleicht nochmal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe, dass das vielleicht eine der so weiteren Dimensionen in dieser Begriffsschärfung dann ist. Also weniger die Zuschreibung als der Umgang damit. Sorry, genau. Also ich würde da gerne mit euch einfach auch noch weiter drüber nachdenken. Ich bin ja selbst gerade erst dabei, das so für mich zu fassen und habe das eben auch im Sinn dieser Ausstellung und dieser heutigen Veranstaltung jetzt in den letzten Wochen gemacht. Das heißt, ich bin da jetzt überhaupt nicht weit oder fertig oder so. Ja, tatsächlich ist das ja das Regelwerk der Creative Commons, das du ansprichst, das schon mal sehr wichtig ist, auch dass es gelungen ist, dass über so eine Auseinandersetzung darüber nachgedacht wird. Aber tatsächlich handelt es sich natürlich genau um das, was die Ina sagt. Es handelt sich um eine Idee von Commons in einer komplett kapitalistischen Struktur. Und das Interessante ist, dass während Foucault sich uns eben vorschlägt, zu fragen, wie kann sich ein Text verbreiten, was sozusagen aus diesem offenen kollektiven Verständnis der situierten Praxis herkommt, fragen wir, was kann jemand anderer damit tun? Also letzten Endes, wie offen bin ich, dass jemand anderer damit Geld macht oder nicht und so weiter. Also wir gehen weiterhin natürlich noch von dieser sehr, seit dem eben sehr kapitalistischen, seit dem 18. Jahrhundert bestehenden Idee von Autorinnenschaft an die Sache ran. Und was ich heute jetzt interessant gefunden habe bei diesem Zurückgehen auf den Text von Foucault, wo man schon ganz vergessen hat, dass ja der Tod des Autors das große Thema damals war, war, dass er uns darauf nochmal aufmerksam macht. Also das, mir hat es jetzt auch sehr gut gefallen, vom Drive, von der Kraft auch, von Texten her zu denken, auch von ihrer eben präfigurativen Kraft. Und das Kommunistische Manifest als solches auch nochmal zu lesen und zu verstehen. Und da denke ich, also eben und von diesem, also von, wie würde ich anders, sagen wir so, wie würde ich anders meine Creative Commons Entscheidungen treffen, wenn ich von dem ausgehen würde? Das
das würde ich jetzt interessant finden. Also auch diese Regeln, wie könnten wir diese Regeln zu einer Sache machen, die wir diskutieren? Ich sage jetzt nicht, mein Wunsch ist überhaupt nicht so, genau nicht eben so Silencing von Autorinnenschaft, sondern das habe ich jetzt nicht drin im Text, aber da würde ich auch gerne noch kurz mit euch drüber reden. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, welche Rolle anonyme Autorinnenschaft spielt, übrigens. Also ich habe eben nachgedacht über kollektive Autorinnenschaft und wie sehr die selbst Teil der Verwertungsprozesse wird und dann anonyme Autorinnenschaft. Und sicherlich ist Anonymität historisch auch ein Zeichen von dem, was Foucault beschreibt, als die freie Rede, als auch ein sich aussetzen oder auch ein an diesen Grenzlinien zwischen dem, das, was gesagt werden kann und das, was eigentlich nicht gesagt werden kann, sich permanent da trotzdem seinen Ausdruck findet und so. Also das ist sicher auch Anonymität, ich will das jetzt nicht total böse darstellen, aber es hat auch eine bestimmte Funktion des Nicht-Hinter-dem-Stehens, was man sagt. Und ich habe viel nachgedacht über die anonyme Autorinnenschaft eines wichtigen völkischen Buches von August Julius Langbehn mit dem Titel Rembrandt als Erzieher, das sich als wahre unglaublich gut verkauft hat. Das hatte in den ersten 3 Jahren 43 Auflagen. Also davon können wir alle nur träumen. Bestseller heute selten. 43 Auflagen in den ersten 3 Jahren. Und die Autorinnenschaft ist von einem Deutschen. Sehr interessant. Das hat einer geschrieben und der ist deutsch. Also was ist das völkische Kollektiv, habe ich auch für mich nochmal versucht zu verstehen, jetzt an dieser Autorinnenwahl im Verhältnis zum Kommunistischen Manifestkollektiv. Und ist möglicherweise auch das, sich nicht mit seinem Namen hinter einem Text stehen, aber sehr wohl als Teil einer Volksgemeinschaft auch eine Form, das Wagnis nicht einzugehen. Und ist diese Anonymität nicht eben auch eine Form der Gewalt? Und das sind halt so Fragen, die ich mir dann auch gestellt habe im Zuge des Nachdenkens darüber. Rena Redler hatte eine Frage oder einen Kommentar. Ja, hallo. Gruß. Ein sehr schöner, inspirierender Vortrag, Nora. Dankeschön. Ja, das, was du gerade gesagt hast mit der mit der anonymen Autorenschaft, das geht eigentlich schon in die Richtung meines Kommentars. Ich denke, wir haben das Problem, dass auch durch das Aufsplitten der Autorenschaft in einem Kollektiv, in einer kollektiven Autorenschaft, dadurch lösen wir ja nicht das Prinzip der Autorenschaft auf. Wir verteilen es nur. Und das ist ja eigentlich auch das Problem, über das du die ganze Zeit gesprochen hast. Also Eigentum wird ja dadurch, dass es allgemein ist oder dass es allen gehört, ist es immer noch Eigentum. Wir sprechen ja auch, also die Forderung ist, es soll allen gehören, aber das Gehören ist immer noch da. Und das ist eigentlich das Problem, das wir haben. Wie kann man das Eigentum transformieren in etwas, was kein Eigentum mehr ist. Und das ist interessant mit der anonymen Autorenschaft. Ich denke, man muss das Problem, und das hattest du auch schon angedeutet und auch eine der Vorrednerinnen, über die Funktionalität oder die Möglichkeit, diese Idee zu funktionalisieren, die ausgedrückt von dem Autor, muss man von daher andenken. Also in dem Sinne denke ich zum Beispiel, anonyme Autorenschaft öffnet vielleicht die Möglichkeit für mehr Menschen, diese Idee dann zu appropriieren, in dem Sinne, dass man dann nicht mehr als Verantwortlicher sozusagen dahinter steht. Also Autorenschaft hat ja auch mit Verantwortung zu tun. Solange man Autor von etwas ist, kann man dann praktisch belangt werden für genau. Die Dinge, die man so äußert.
wenn das nicht der Fall ist, dann ja, kann man ganz frei sprechen sozusagen. Und, ja, und auch frei verletzen. Frei verletzen. Richtig, du hattest die Gewalt auch angesprochen. Ja, Rena, das finde ich total cool, was du gesagt hast, weil ich habe jetzt auch gerade noch mal Klaus Mann, Der Wendepunkt, neu gelesen und da fand ich halt auch so interessant, dass er halt zum Beispiel ganz offen sich sowohl gegen Hitler als auch gegen Stalin stellt, in einer Zeit, wo das beides lebensgefährlich ist und wo man auch heute merkt, diese Hassmails von NSU 2.0 oder so, das ist halt genau das Gegenteil. Das eine setzt sich einer Diskussion aus, einer Debatte und wagt das Unmögliche, eigentlich so Supermächte noch zu kritisieren oder auch Münzenberg oder solche Leute, die dann sowas riskieren. Und das andere, das sind halt einfach dann feige, ja, Attentäter mit Worten, die eigentlich sich ja total da verschanzen hinter ihrer Anonymität und die Demokratie bedrohen. So, ne? Ja. Ich würde noch zu deinem Punkt mit dem Eigentum was sagen. Also ich glaube, ich bin da nicht deiner Meinung. Also wie siehst du das Eigentum bei der Wiederaneignung der Produktionsmittel, Rena? Ja, das ist ein Problem, denn wenn wir von Aneignung sprechen, ist es ja wieder eine neue Art sozusagen von Eigentum. Also ich würde dann eher in die Richtung denken, ja, wer kann etwas benutzen? Und wie, also das Eigentum sich eigentlich darüber definiert, wie sich etwas benutzen kann und wer etwas benutzen kann. Das ist auch schon angesprochen worden, die Commons, Creative Commons, haben ja dieses Konzept eigentlich formalisiert auf eine Art und Weise, dass eben die Benutzung, die Art der Benutzung einer Sache quasi den Begriff des Eigentums an einer Sache ersetzt. Das könnte ein Weg sein. Ja, ja, ich verstehe. Na, ich glaube, ich bin nicht ganz eurer Meinung, aber ich muss, oder deiner Meinung jetzt, ich muss erst drüber nachdenken. Ich glaube, dass ich etwas daran, dass uns allen etwas gehört und dass wir darüber streiten, wer alle sind, ganz gut finde. Also dass die Wiederaneignung der Produktionsmittel scheint mir, die Idee, dass die Fabrik den ArbeiterInnen gehört, scheint mir emanzipatorisch. Und demgegenüber wird ja uns dauernd eingeredet im neoliberalen Kapitalismus, dass es uns egal sein soll und vielmehr wir uns nur die Nutzung teilen, während sich aber andere total klar die das Eigentum sichern. Und demgegenüber scheint es mir, gerade denken wir jetzt auch etwa an den Berliner Wohnungsmarkt, zu dem Ina Wuttke ja auch gearbeitet hat, ganz zentral und wesentlich auf eigentlich sogar staatliche Eigentumsverhältnisse zu bestehen und darüber eher nachzudenken, wie wird gemeinsam Eigentum radikaldemokratisch verhandelt und nicht in dieses Sharing und so reinzugehen. Aber das wäre etwas, was wir einfach auch länger noch diskutieren müssten und wie wir uns diese andere Welt imaginieren, finde ich immer super, einfach auch noch Zeit dafür zu haben. Dagmar? Ich wusste jetzt nicht, ob ich die Nächste mit Sternchen bin. Das ist total spannende Diskussion gerade. Ich selbst bin Architektin und hab mir ja so für die Commons wie so eine Art räumliche Vorstellung von Eigentum zusammengebastelt. Und das Spannende in der Planung ist, dass wir ja, was das Territorium angeht, und von mir aus steht da jetzt auch die Fabrik drauf, dass wir da ja eigentlich nur diese beiden Kategorien öffentlich und privat haben. Es gibt diese ganz wenigen Ausnahmen mit Genossenschaften und so, aber im Grunde wird alles, was nicht staatliches, ein Grundstück in staatlichem Eigentum ist, im deutschen Recht als Privatsache behandelt. Es gibt also, ne, man kann sagen, dieser Boden, der da so vor uns liegt, der wird aufgeteilt in Parzellen und die haben den Aufkleber öffentlich oder privat und so. Und dann gibt es aber trotzdem die Möglichkeit der Vergemeinschaftung dieses Raums.
Und die Vergemeinschaftung, die lässt sich tatsächlich, also meiner Vorstellung zufolge oder wie ich mir das zusammengebastelt habe aus den Theorien, eigentlich nur in der Praxis herstellen. Die lässt sich nicht in diesen Boden einschreiben, sondern es gibt diese zwei Verfügungsmächte über den Boden, die beiden Eigentumstitel. Und es gibt aber eine Praxis, die über diesen Titel stehen kann. Und das ist so das, was du auch jetzt im Vortrag so schön beschrieben hast mit der Frage nach der Gruppe und wie öffnet sich die Gruppe und wer sind alle und wer sind potenziell alle und so weiter. Und diese Unterscheidung in etwas, was wie so eine Art juristische Festschreibung sein kann und was tatsächlich so eine physische Anwesenheit hat und das in Überlagerung mit Organisationsstrukturen, also wie kommen wir überein, wer jetzt auf diesem Areal etwas tun kann und wie machen wir es möglich, dass da potenziell alle mitsprechen können, die sich dafür engagieren oder interessieren oder den Bedarf haben oder was auch immer. Also wie macht man das tatsächlich für potenziell alle? Und da unterscheidet sich dann auch so das Commons-Kollektiv vom eben Nicht-Commons-Kollektiv. Also ob ich eben eine Vergemeinschaftung im Sinne einer Gruppe, die definierbar ist, ob ich das schließe als Gruppe oder ob ich es konstant offen halte und immer ermögliche, dass es immer ein Interesse von potenziell allen geben kann, sich in dieser Gebrauchsweise zu beteiligen. Und das jetzt so übertragen auf jetzt, das Schreiben oder Kunst oder so, fällt mir noch schwer, aber das ist so das, was ich mir für den Raum zurechtgelegt habe. Ja, ich kann dazu sagen, dass ich alles, was ich über dieses Thema Raum im Bereich radikaldemokratische Raumarbeit kenne, von Gabo Heindl kenne, die ja auch zum radikaldemokratischen Gestalten gerade publiziert hat. Und mit der haben wir das auch viel diskutiert, nämlich diese Frage der Commons in der Stadtplanung zum Beispiel. Und die sagt halt schon, dass es eine Gefahr gibt, also dass es ein Privatinteresse daran gibt, den Bereich des Öffentlichen im Recht zu Commons zu erklären. Weil dann ist er aus den festen Strukturen der Verstaatlichung nochmal schon wieder weiter ein bisschen im Privaten. Das heißt eben genau nicht mehr dort, wo sich nämlich tatsächlich die demokratisch, auch wenn postdemokratischen, aber immer noch nicht von einer Gruppe von 17 Leuten ausgemachten gemeinschaftlichen Strukturen, sondern historisch gewachsene Prozesse darüber aushandeln müssen, was mit diesem Raum passiert. Und in dem Sinn ist sie eher skeptisch gegenüber den Commons im Urbanismus, weil sie sagt, sie hat eher das Gefühl, dass das eine unter der Hand Privatisierung von öffentlichem Raum ist. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und eigentlich auch durch sie begonnen, über Öffentlichkeit wieder anders zu sprechen und Öffentlichkeit auch wieder stark zu machen. Weil, und jetzt umgekehrt, können wir ja auch sehen, wie findet tatsächlich derzeit autoritäre Politik statt, wenn wir jetzt an Ungarn denken oder Russland, dann findet sie über Privatisierung statt. Also es ist gar nicht so, dass wir uns vorstellen, oh, da ist die Verstaatlichung und dieser böse, böse faschistische Staat, der wird dann alle total unterdrücken und die Privaten werden uns davor helfen. Das wollen die Privaten uns einreden. Was tatsächlich stattfindet, ist, dass alles privatisiert wird und über diese Privatisierungen die autoritären Strukturen durchgesetzt werden. Und von daher glaube ich nicht, dass es falsch ist, gerade im Augenblick ihres Falles auch nochmal diese Öffentlichkeit als Commons umzudefinieren. Aber was Dagmar, glaube ich, auch sagen wollte, das fand ich schon auch einen guten Hinweis, dass es halt Regeln braucht. Und das, ja, das ist etwas, was mich dann oft in sozialen Bewegungen oder so verwundert, dass dann immer so eine Ablehnung für demokratische Abstimmungen oder Organisationen herrscht, weil eigentlich das Missverständnis, meine ich jetzt mal so zu sagen,
herrscht zwischen, also dass etwas, was organisiert ist, dass das schon hierarchisch oder patriarchisch oder schlecht wäre oder sowas. Und da sage ich immer nein. Also die Struktur, die kann man sehr gut benutzen und man braucht auch Strukturen, um etwas Commons oder gemeinschaftlich zu nutzen. Das fand ich, Dagmar, bei dir auch ganz interessant, wie du das dir zusammengeholt hast, also von der Oström oder Eleanor Oström und also so eigentlich eine komische Quelle, so eine Frau, die eigentlich so Wirtschaftsforschung macht oder so, aber wo dann nochmal klar geworden ist, doch Spielregeln sind doch wichtig, weil sonst es ist ja eine, es muss etwas untergleichen sein und man kann nur dann gleichberechtigt sprechen, wenn einem die Struktur dazu die Möglichkeit gibt. Ja, also mir braucht es ja nicht, also ich bin total dafür, ich bin ja so, also für mich geht es ja tatsächlich aus einer hegemonie-theoretischen Position nicht darum, Hegemonie zu vermeiden, sondern sie zu erringen. Das ist ganz klar die hegemonie-theoretische oder radikal-demokratische Position. In dem Sinn ist die Frage, geht es ja eher darum, Staat zu werden, auch als Staat zu vermeiden. Und da stellt sich aber jetzt strategisch die Frage, macht man das durch die Herstellung alternativer Strukturen, die letztlich das aushöhlen? Aber das macht ja gerade der neoliberale Kapitalismus ganz genial. Also da sind wir, glaube ich, relativ schnell auch ganz gut instrumentalisierbar. Und oder, ich würde ja eher sagen, man versucht es von allen Seiten, macht man es auch durch die Eroberung der bestehenden institutionellen Strukturen und damit durch das Bestehen auf die öffentlichen Institutionen. Also daher auch meine Frage im Sinn von Imagination, was wäre, wenn wir die Institutionen, die wir besetzen, leiten würden? Also sich auch vorzustellen, was es wäre, was es bedeuten würde, diese Möglichkeit auch zu haben und eher über das, auch über den Anspruch daran, Alternativen denkbar zu machen. Das ist eine aufregende Vorstellung, finde ich. Ich habe auch nochmal, so, jetzt wenn man es mal so nochmal irgendwie so auf die ganz praktisch, auf die Realitäten nochmal bezieht, weil du auch vorhin irgendwie Sammlungen angesprochen hast in Museen zum Beispiel, sagen wir mal in ethnologischen Museen und den ganz klar, es würde eigentlich gehört uns allen sozusagen, aber wer sind dann wieder die alle? Beziehungsweise es gehört halt einer gewissen Gemeinschaft aufgrund dessen, dass halt anderen Gemeinschaften und Gruppen irgendwie etwas weggenommen wurde, also gerade natürlich Stichwort Kolonialismus. Und in dem Sinne, also wie geht man natürlich mit ganz klaren Forderungen, berechtigten Forderungen gewisser ja, Gemeinschaften oder Gruppen um der Rücküberführung solcher Güter, solcher Exponate und so weiter, die halt im Zuge des Kolonialismus geraubt wurden. Also ja, wer sind dann diese alle, beziehungsweise wann kommen wir eigentlich an diesen Punkt dann zu sagen, okay, aber ab jetzt gehört es wirklich allen? Das also frage ich mich. Ja, ja. Ja, also ich würde ja jedenfalls sagen, also ich habe eben einen demokratischen und keinen ethnischen Begriff von Demos. Und in dem Sinn, wenn ich alle sage, meine ich nicht die deutsche Volksgemeinschaft oder den Commonwealth oder ich weiß nicht, sondern was ich meine, mein Gedankenspiel wäre ja, wenn wir wirklich aushandeln, wer alle sind, was heißt dann so eine Rückgabeforderung? Also wenn das allen gehört, wenn dieses Erbe allen gehört, was ist dann die Antwort auf diese Rückgabeforderung? Und dann das reicht nicht nur, es zurückzugeben, sondern es müsste auch gemeinsam überlegt werden, wie können wir dabei helfen, aber nicht im Sinn von Hilfe, sondern wie können wir daran arbeiten, was müssen wir auch zurückzahlen, damit das nicht nicht Privateigentum ist, damit das viele Menschen sehen können, damit es funktioniert und so weiter. Und ich, also so zurückgeben, finde ich, ist einfach auch nicht genug, aber das heißt nicht an sich, dass die Forderung es alleine definiert, sondern ich finde es auch, die Forderung ist ein ganz wichtiger
ein ganz wichtiger Teil dieser Handlung. Die Forderung ist, sie existiert und an ihr kann nicht vorbeigegangen werden. Und sie ist der Anlass für eine, aus meiner Sicht, gemeinsame Recherche am Material und einen gemeinsamen Verhandlungsprozess, der ganz genau auch nochmal die, was ich auch sehr schön und wichtig finde, den historischen Prozess der Gewalt aufarbeitet. Dann wird einem auch klarer, wie genau ist es dazu gekommen. Und aus dem heraus ergeben sich dann, glaube ich, Handlungsschritte, notwendige Handlungsformen. Und für mich gehen die halt auch einher damit, dass man diese Dinge nicht zu Waren reduziert, die als etwas anderes, das, was sie, aus dem, was sie kommen, sind sie sehr oft zerstört worden. Und sie sind zu Waren geworden. Und jetzt können sie nur als Waren zurückgegeben werden. Jetzt können wir nicht so tun, als hätten wir sie nicht zu Waren gemacht und es wäre diese Gewalt nicht gewesen und das müssten wir nicht den Leuten, denen wir es gestohlen haben, auch vergönnen, dass sie was verdienen. Aber wir haben auch eine Verantwortung, uns zu überlegen, was heißt das? Was heißt das, dass wir es zu Waren gemacht haben und dass wir jetzt wertvolle Dinge zurückgeben müssen? Und könnten wir es auch anders denken? Und könnten wir auch an was anderem arbeiten? Ja, Rena, sag doch. Ja, ich hätte noch eine Beobachtung, die sich ganz gut anschließt an diese postkoloniale Situation. Und zwar, wenn wir uns die postsozialistische Situation ansehen, im Vergleich zwischen Jugoslawien und zum Beispiel der DDR. In der DDR gab es ja ganz klare Trennung zwischen privatem und staatlichem Eigentum, während in Jugoslawien drei verschiedene Arten von Eigentum existiert hatten, nämlich auch das sogenannte soziale Eigentum oder gesellschaftliche Eigentum wäre die Übersetzung. Und das Interessante ist, dass die Bereiche, die in gesellschaftlichem Eigentum waren, teilweise bis heute sozusagen nicht abgewickelt werden konnten, weil die Eigentumsverhältnisse nicht mehr zu klären sind, nicht mehr nachzuvollziehen sind, weil zum Beispiel eine Fabrik, die Eigentümer war, das heißt die ganzen Arbeiter in der Fabrik waren Eigentümer von etwas, diese Fabrik gibt es nicht mehr und damit ist der Eigentümer oder die Gemeinschaft der Eigentümer sozusagen rechtlich nicht mehr greifbar. Und ich will damit ein Plädoyer nochmal machen für ungeklärte Eigentumsverhältnisse, die vielleicht eine Konstellation darstellen, die eine gewisse Widerstandsfähigkeit hat, wenn es darum geht, in Privateigentum oder in staatliches Eigentum zu überführen. Also da gibt es mehrere Beispiele. Ein anderes Beispiel kenne ich aus Albanien, wo es Gemeinschaften gibt, die ein eigenes Eigentumsrecht haben, also ein stammesgeschichtliches Eigentumsrecht, wo es auch Probleme gibt, das in ein jetzt neu etabliertes Rechtssystem zu übertragen. Also da geht es um Gewohnheit, eine Art von Gewohnheitsrecht, dass man an einem Ort lebt und ein bestimmtes Feld beackert oder ein Haus irgendwo gebaut hat nach dem Stammesrecht. Und das Stammesrecht orientiert sich ganz stark an den Bedürfnissen eines Stammes oder einer Familie, also je nachdem, wie viel sie brauchen eigentlich, wie viel Mitglieder diese Gemeinschaft hat oder ob eine Gemeinschaft zum Beispiel ihr Haus verlassen hat und auch nach 10 Jahren nicht mehr zurückkehrt, dann beschließt der Rest der Gemeinschaft, okay, die kommen nicht zurück und dann nach diesen ungeschriebenen Gesetzen dürfen wir jetzt das Haus benutzen oder den Acker benutzen.
Und da finden dann diese Aushandlungen eigentlich statt, von denen du ja auch gesprochen hattest. Also da, wo eben die Dinge ungeklärt sind. Das wollte ich auch. Das gibt es aber auch ein Negativbeispiel, nämlich die DDR. Da war es nämlich so, dass sie gerade die Gebäude abgerissen haben, die von Kollektiven gebaut und geplant wurden. Und zum Beispiel auch Kunstwerke wie von Walter Womacker hier beim Auswärtigen Amt und so Wandbilder eingerissen haben, weil sie dann gesagt haben, das hat keinen Eigentümer, so hieß das in der Übersetzung in den Neoliberalismus. Und dann können wir es also einfach uns nehmen und abreißen. Also das ist bei uns sehr schief gelaufen in Deutschland. Aber das ist interessant, dass es in Jugoslawien die Leute sich da noch streiten drum oder dass es da einen Prozess gibt, der ist bei uns teilweise schon durch Zerstörung abgeschlossen, leider. Nun, aber wenn ein Eigentümer nicht nirgends als Rechtssubjekt nicht mehr existiert, dann ist das ja nicht unbedingt ein Grund, dass dieses Haus oder dieses Stück Land nach einem vorgeschriebenen Protokoll nun einen anderen Eigentümer bekommt. Also ich denke, da könnte man klagen. Ich habe eine Frage an dich, Rena. Mein Ziel wäre, was hältst du davon? Du bist jetzt gegen Eigentum insgesamt und ich bin für eine Delegitimierung des Privateigentums, dass alles geworden ist. Alles ist Privateigentum geworden. Könntest du da bei mir mitgehen, dass man vielleicht einfach über andere Formen von Eigentum nachdenkt und damit eben auch dieses Privateigentum teilweise in Frage stellt, gerade dort, wo es um Öffentlichkeit geht? Oder ist es dir wirklich wichtig, wegzukommen von dieser Eigentumsidee? Das ist natürlich eine sehr futuristische Idee, die ich da habe. Das ist mir schon klar. Also Negation oder ja, Negation des Eigentums, ne? Ich denke, im Grunde läuft es immer wieder auf dasselbe hinaus, dass man verhandeln muss. Es ist nur die Frage, also ich spreche da eigentlich das Problem an von der Rechts, wie sagt man dazu, ja, des bürgerlichen Rechts als Gesamtkonstrukt. Ja, vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, ob dieses Gesamtkonstrukt dekonstruiert werden muss. Naja, die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat ja gerade, dass ein Gespenst geht um einen neuen Song, das Gespenst der Enteignung. Da musste ich auch bei dem Gespenst im Manifest dran denken. Und ja, wenn es gelingt, dass das umgesetzt wird, dann wäre das genau so eine Debatte über die juristischen Instrumente, die alle gegen uns Mieter sprechen, in ihr Gegenteil zu verkehren. Aber dass die Zahlen stehen zwar momentan gut vorm Volksentscheid, aber die Realität, ob das umgesetzt wird, das sieht weniger gut aus. Ja, das stimmt. Da braucht es nämlich dann andere Leute, die das umsetzen, als die, die jetzt da sitzen. Insofern hat Nora schon recht, da müssen wir wohl, alles muss man selber machen. Ich glaube, da müsste man dann noch gewisse Positionen besetzen in der Politik. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Oder Nora, möchtest du noch dazu was sagen? Also wenn jetzt keine Fragen, Kommentare oder Ähnliches mehr von eurer Seite kommen, dann würden wir
sagen, dass wir das, diesen wunderbaren Abend und diesen spannenden Vortrag, Nora, nochmal herzlichen Dank an dich, genau, beschließen. Und genau, Silvia hat es ja auch schon gesagt, also die Ausstellung kann noch bis zum 12. jetzt von 16 bis 19 Uhr besucht werden, einfach vorbeikommen mit Maske und genau. Und dann, ja. Müssen wir das wahrscheinlich mal sacken lassen und die Utopien uns irgendwie weiter überlegen. Ja. Es gibt viel zum Nachdenken, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch auch. Das kann man jetzt beim Abendessen nochmal diskutieren. Im Privaten. Hey. Dankeschön. Irena, so schön, dich zu sehen. Ja. Danke an alle fürs Kommen auch. Ja. Hey Simon, schön. Rena, wann kommst du? Wenn es bei euch weniger Corona gibt.